Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe der Buwe News. Am vergangenen Samstag absolvierten die beiden Torhüter Christopher Geng und Markus Scholz unter der Anleitung von Olympiateilnehmer und Personal Trainer David Graf eine 120-minütige Trainingseinheit am Olympiastützpunkt in Heidelberg. Da sich die Mannschaft derzeit in der Vorbereitung befindet, müssen natürlich auch für die Torhüter grundlegende körperliche Voraussetzungen für die restliche Saison geschaffen werden. Mit der Sporttasche lässig über den Schultern marschierten die Fußballer schließlich in die Trainingshalle. Ziel war es, vor allem die Kraftelemente im Oberkörper-, Bein- und Armbereich, aber auch kurze, schnelle Bewegungen aus dem Boxsport zu absorbieren und in das Torwarttraining zu übertragen. Nach einem intensiven Warmmachprogramm begann die Einheit mit klassischem Seilspringen. Dabei zeigten sich die Torhüter durchaus geübt. Es folgte ein Crossfit-Parcours mit Bodenübungen und Medizinballtraining, wobei die Fußballer bereits gut ins Schwitzen kamen. Nach einem technischen Boxbasistraining ging es dann an den Sandsack, an dem sich die beiden eifrig austoben konnten. Scholz und Geng merkten schnell den hohen Konditionsanspruch im Boxen, gaben sich aber keine Blöße und zeigten echten Biss. Schließlich rundete eine gemeinsame Sparringseinheit das Training ab. Angesprochen auf das Training schilderten hinterher zunächst Christopher Geng seine Eindrücke aus der Einheit. Naja, brutal anstrengend. Also ist was ganz anderes wie beim Fußball. Total auf Kondition ausgelegt. Also ich bin fix und fertig. Dabei musste er vor allem bei einer Sache an seine Grenzen gehen. Na, zum Schluss mit den Sandsäcken. Als wir volle Power gehen mussten, 3 Minuten, da war ich total am Ende. Auch für Markus Scholz war hauptsächlich eine Übung besonders anstrengend, wie er hinterher zugeben muss. Das war natürlich alles schon sehr ungewohnt und sehr anstrengend. Besonders diese Einheiten mit dem Medizinball, die Arme so lange oben zu lassen, das ist man nicht so gewohnt bei dem Gewicht. Dennoch konnte die Nummer 25 des SVW auch Übungen mitnehmen, die er auch in das alltägliche Training mit einbauen kann. Ja, diese Übung, wo man natürlich die Hanteln nach vorne in einer gewissen Frequenz bewegen muss, das ist für uns Torhüter, glaube ich, nicht so verkehrt, weil das ist Schnellkräftigung und das ist für uns durchaus brauchbar. Auch Torwarttrainer Dennis Tiano ist zufrieden mit seinen Torhütern. Ja, ich war sehr zufrieden. Die Übungen wurden gut angenommen und gut umgesetzt. Das Engagement hat gepasst und ja, Trainingseindrücke waren sehr positiv. Zudem nimmt er auch viele brauchbare Eindrücke für die zukünftige Trainingsausrichtung mit seinen Schützlingen mit. Ja, zum einen natürlich irgendwo die Kraftelemente, aber auch die Beinarbeit und ja, die kognitive und koordinative Fähigkeit können wir auch so ins Torwarttraining übernehmen. Abschließend zog der Olympiasieger sein Fazit und zeigte sich begeistert von der körperlichen Verfassung und über das Durchhaltevermögen der beiden Keeper. Meine Eindrücke sind erstaunlich. Also ich finde, dass die Jungs wirklich sehr fit sind. Ich habe schon von anderen Sportlern und auch von anderen Fußballern gesehen, dass die nicht so fit waren. Und ich muss sagen, die zwei waren richtig gut drauf. Ich habe nicht gedacht, dass die so gut drauf sind und ich habe die auch richtig belastet heute. Der Boxer legte dabei den Fokus in der Ausrichtung seines Trainings vor allem auf folgende Dinge. Ich habe versucht, aus verschiedenen Bereichen des Boxens Segmente reinzubringen in das ganze Training und damit es auch interessant ist. Erstens, zweitens, damit die so viel mitnehmen können wie möglich aus diesen 2 Stunden Training und die haben sich sehr, sehr tapfer geschlagen heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab von den beiden.